versuchen wir uns jetzt so zu betiteln, solche Diskussionen. Also der, der versucht, Gründe für einen Krieg nachvollziehbar zu machen, Gründe auf den Tisch zu legen, dass es zu einem Frieden kommt, zu zeigen, dass ein Gasembargo Europa am meisten schwächen wird, ist man dann automatisch ein Putin-Versteher? Ist man dann im Umkehrschluss ein Oligarch des Zelenskis? Seid ihr dann Oligarchen des Zelenskis? Bist du ein Pressesprecher des Zelenskis? Also wenn du mir vorwirfst, ich würde Putin verstehen, musst du dir den Vorwurf gefallen lassen, dass ich sage, du verstehst Zelensky. Ich verstehe beide nicht.